Ich liebe die Geschichte von Maria, weil es eine andere Seite der Geschichte ist. Selbst wenn man auf das hört, was du erwähnt hast und mit dem verbindet, was Dr. Robin gesagt hat, wie Wohlstand aussieht. Es sehe so aus, als besäße ich alles für das, wozu mich Gott berufen hat. Allein deine Aussage, als du gerade erwähnt hast, nicht auf das Natürliche zu schauen, sondern zu erkennen, dass es übernatürlich ist, fand ich toll. Wenn ich an Maria denke, als sie dem Engel zustimmt und sagte, lass es so geschehen, wie du es gesagt hast, nahm sie den bedeutendsten Wohlstand an, den Sohn unseres Vaters, den Sohn Gottes, in sich zu tragen. Und sie hat nicht geschaut. Denn Maria war eine Jungfrau. Sie war verlobt. Wenn man sich damals verlobt hat, um zu heiraten, bedeutete dies Wohlstand. Endlich jemand als seinen Ehepartner gefunden zu haben. Du hast deinen Partner gefunden und alles wird gut sein für beide. Als Maria dem Herrn zustimmte, war es fast so, als würde sie das opfern, was jemand anders als Wohlstand betrachten würde, weil sie nicht wusste, wie Josef reagieren würde. Ich meine, selbst Josefs erste Reaktion war, sie zu verlassen. Er sagte, ich liebe dich, ich werde das leise regeln. Wir werden einfach Tschüss sagen. Maria betrachtet das nicht einmal. Der Engel hat ihr nicht den Plan mitgebracht. Er hat nicht über das Wie gesprochen. Der Engel hat nicht gesagt, ich weiß, du hast gerade einen Freund gefunden und wir werden sicherstellen, dass du deinen Freund behältst. Er hat nichts davon gesagt. Aber warum das so wichtig ist, liegt daran, dass wir oft den Blick für den Wohlstand verlieren, den Gott in unserem Leben schafft, weil wir nach dem Wohlstand eines anderen streben. Es gab eine Zeit, als der Herr mir alles irgendwie genommen hat. Und dann sagte er mir, fang an mit dem Zug und dem Bus zu fahren. Ich sagte, Gott, was? Nein. Ich habe nicht erkannt. Ich sagte später, weißt du was? Okay. Also fing ich an, den Zug zu nehmen. Ich habe so viele Menschen gesehen. Ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, ihre Geschichten zu hören. Ich habe so viele Menschen getroffen, die durch ein Gespräch in der Bahn, im Bus zu Jesus gekommen sind. Und ich bin da. Ich sage, hey, was machst du? Willst du mit mir in die Kirche kommen? Und sie sagen, ja. Und ich werde von all den Atheisten und all den Menschen angezogen, die sich von Gott entfernt hatten. Und ich habe so viele Menschen gesehen, deren Herzen weich wurden und sich zu Jesus hingezogen fühlten. Und was Gott mir in diesem Moment zeigte, war, dass der Wohlstand für mich darin bestand, das Herz des Herrn für seine Söhne und Töchter zu teilen. Und er sagte, ich brauchte jemanden, der da ist. Ich musste jemanden schicken, der sie in diesem Bus, in diesem Zug trifft. Und das hast du getan, genauso wie Dr. Didi sagte, dass es nicht um uns geht. Wohlstand betrifft auch die andere Person. Gott sieht zwei Menschen. Deshalb möchte ich jemanden, der gerade zuschaut, ermutigen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass die Hand Gottes nicht auf dir liegt, weil du nach dem Wohlstand eines anderen schaust. Fang an, Gott zu fragen, zu was er dich berufen hat. Was soll ich in dieser Zeit tun? Denn wenn ich die Fähigkeit dazu habe, dann gehe ich in Wohlstand. Ich bin tatsächlich fruchtbar. Weißt du was? Ich liebe das. Und daher haben wir den Namen Jehovah Jireh bekommen, als Abraham seinen Sohn opfern sollte. Also hat er nicht gezögert. Es war dieser Gehorsam, den Gott Abraham mitgab und sagte, ich möchte, dass du deinen Sohn opferst. Also nimmt er am nächsten Morgen Isaac, greift ihn und fängt an zu gehen. Und er sagt, dass Gott versorgen wird. Er wird das Opfer bereitstellen. Also kommt er dort oben an, wir alle kennen die Geschichte, legt Isaac hin, dann ist er kurz davor, Isaac zu opfern. Das Lamm ist im Gebüsch. Und dort sagt er, Jehovah Jireh. Gott wird versorgen. Es heißt nicht, Gott hat versorgt. Es heißt, Gott wird bereitstellen. Und er wird versorgen. Mit anderen Worten, der Name gedenkt nicht einfach einer vergangenen Handlung, sondern erwartet eine zukünftige Handlung. Gott wird bereitstellen. Normalerweise liegt es in den Einschränkungen, die wir ihm setzen. Ich liebe diese Geschichte von der Witwe. Der Prophet sagt, geh und hol alle leeren Gefäße. Es war diese Leere, die Gott füllen und für sie sorgen wollte. Wir denken oft, wir müssen mit all diesem Zeug zu Gott kommen. Aber
Es sind unsere Einschränkungen. Es ist das Zeug, es ist unsere Leere, es ist unsere Zerbrochenheit, die wir Gott geben. Und er sagt, ich werde für dich sorgen. Ich werde all deine Bedürfnisse nach meiner Definition von Reichtum versorgen. Nicht nach deiner Definition, sondern nach meinem Reichtum. Was bedeutet, du kannst ganz und gesund sein? Was bedeutet ganz? Es bedeutet stabil. Du kannst gesegnet sein, um zu geben. Elaine, das bekommen wir von deinem Vater. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir dürfen andere aus dem segnen, was Gott uns gegeben hat. Und das ist alles hier. Es ist alles in unseren Händen. Es ist etwas, das Gott uns bereits gegeben hat. Er braucht normalerweise alles, was wir haben, was normalerweise direkt in unseren Händen ist, um für alle unsere Bedürfnisse zu sorgen.